80er Jahre. Wer hat sie erlebt? Nicht 30er Jahre, 80er Jahre. Nimm ruhig hier. Ich wollte 2018 4 Kilo abnehmen, jetzt fehlen noch 9. Auch die Namen, ne? Müller, Meier, Schmidt. Pff. Wir Schweizer haben melodische Shakiri, Chaka, das sind noch Namen. Wenn du vor 10 Jahren in ein Restaurant gegangen wärst und hättest gesagt, ich hätte gerne Latte. Da hättest du einen in die Fresse bekommen. Wir hatten aber keine Fernbedienung. Wir mussten, darum bin ich geboren worden, damit ich immer laufe. Dann hat sie mich leidenschaftlich geküsst und sagt zu mir, zieh dich schon mal aus, ich mach mich frisch im Bad. Das willst du nicht sehen, nein. Dann kam sie wieder rein mit 2 Kindern. Und sagte zu den Kids, schau Kinder, so seht ihr aus, wenn ihr nie Sport macht. Und sechs Tage See, du siehst 6 Tage nichts. Und ich bin oben, oberste Deck und gucke nach vorne, Wasser. Hinter mir, Steuerbord, Wasser, Backbord, war unter uns wahrscheinlich auch. Aber so sind wir gefahren. Und da, kein Scherz, was ich euch erzähle. Kommt ein Typ neben mir, stellt sich neben mir, guckt nach rechts, guckt nach links. Ah, hier sind wir und geht wieder. Will auch nicht groß mit dir zanken. Ich möchte jubilieren und triumphieren, dir salutieren. Auf allen Vieren finde es grandios, famos. Ich bin nicht los. Das Passhütteli haben wir von euch geschenkt bekommen. Das Passhütteli. In welchem Zustand war's? Schwarz-Wies, wir wissen das noch. Was war noch im Hintergrund drauf? Weißt du das noch? Ihre hässliche Freundin war im Hintergrund noch drauf. Wir kriegen Haare aus der Nase. Aus der Nase, die kommen plötzlich unangemeldet. Und wo kommt das Haar her? Ich zeig's euch mal. Schau mal, ich habe eine These. Seht ihr das hier?